someone don't help you, when someone don't help you through the rain, when feelings don't matter, and everything's nothing but a game. Game. Hallo, ich bin der Christoph, das ist der Floki. Herzlich willkommen in meinem Wohnmobil. Just know that I'm with you. Just know that I'm with you through it all. And I'm gonna be there. Whenever you win or if you fall. Ja, das hat alles angefangen mit einem Burnout. Der hat mich schwer erwischt. Und danach gab es nochmal einen Schicksalsschlag, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr in der Wohnung sein konnte. Dann bin ich ausgezogen zu Freunden, die dann, also die waren gar nicht da, ja. Und dann haben die nach 6 Wochen schon gesagt, wir wollen es doch nicht mehr. Und dann bräuchte ich eine Wohnung, ja. Und hatte aber halt kein Einkommen, keinen Job, also habe ich auch keine Wohnung bekommen. Und dann hat es mich nach Stuttgart verschlagen, habe da in Hotels gewohnt für 2000 Euro im Monat. Und dann habe ich eine vollmöblierte Wohnung gefunden, die hat dann 33 Quadratmeter gehabt für 1090 Euro. Und dann fand ich das nicht so prickelnd, ja. Und ja, irgendwann habe ich da eine Sinneskrise gehabt, lag da mit meinen weißen Klamotten auf dem weißen Bett und habe so nachgedacht, 2 Tage lang. Und dann bin ich irgendwann aufgesprungen, habe gesagt, nein, das ist scheiße so, das Leben, ja. Also so viel Geld auszugeben, nur damit man leben kann, wohnen kann. Also so viel von dem Gehalt gibt man ab dafür halt, ja. Und ja, ich musste eh was Neues machen halt, ja, weil ich hatte, wie gesagt, diesen Burnout und ja, ich hatte dann nichts mehr, ich hatte schon alles verkauft gehabt, ja, und dann eben in diesem Hotel bin ich dann, oder in dieser Pension bin ich dann aufgestanden, bin zum Wohnmobilhändler gegangen, habe das Auto gegen das Wohnmobil getauscht. So, jetzt war ich noch nie im Leben in einem Wohnmobil. Noch niemals. Und habe einfach dieses Ding hier gekauft. Und ja, dann stand ich da vor der Wohnung und der Vermieter, der kannte sich auch, der ist auch Wohnmobilist. Und der hat mir dann erklärt, wie mein Kühlschrank funktioniert und wie man da Wasser auffüllt und das mit dem Gas und so. Und dann hat er mir das alles erklärt. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt bist du gerüstet, jetzt kannst du los. Und dann bin ich ganz vorsichtig aus dieser Ausfahrt raus, ja. Und einfach mal auf die Autobahn und Richtung Norden. Und ich wusste nicht, was ich da tue, wohin die Reise geht und halt, wo sie endet, weiß ich bis heute noch nicht. Aber ich habe halt einfach gedacht, ich brauche mal Abwechslung und dann bin ich einfach losgefahren. Ja. Wir sind jetzt hier in meiner Küche, in meiner Hightech-Küche. So wunderschöne Glasplatten hat die drauf. Ja. Ich dachte, das hat jeder, aber anscheinend ja nicht. Sondern habe ich hier 3 Gasflammen. Damit kann man auch Schweinebraten kochen und Brot backen und alles. Ja. Genau, und das ist hier noch das mega Highlight. Wenn es denn funktioniert, kann man das hier erweitern. Ja, und habe ich noch ein Gewürzregal hingeschraubt, das war auch das Einzige, was ich hier umgebaut habe. Ja, aufgeräumt ist auch was anderes, aber er ist tatsächlich groß, hat einen riesen Eisfach. Ja. Ja, ich habe mich schon mal in anderen Wohnmobilen umgeguckt, die haben ja alle so kleine Kühlschränke oder so Boxen halt, ja, von dem her. Der ist schon groß, da fehlt nichts und den kann ich auf Automatik schalten. Dann geht der während der Fahrt mit dem Strom von der Starterbatterie. Wenn ich stehe, geht er mit Gas oder wenn ich draußen anstecke, dann geht er halt mit dem Strom vom Campingplatz. Natürlich musste ich meine Katze einpacken. Ja, das war ja also Pflicht quasi. Wusste ich auch nicht, wie das alles funktioniert, ob sie das mitmacht, aber es musste halt sein. Und dann habe ich damit eingepackt und dann, ja, die erste Nacht waren wir noch in Mannheim und da habe ich dann halt ein Geschirr drum gemacht, er hat also frisch gekauft, Geschirr drum, Leine dran und versucht mit der Katze dann alleine zu gehen. Aber die hat sich dann rückwärts rausgewunden, das wollte die nicht. Und ist dann halt auch durch Zäune durchgegangen, ja, dann hat die Leine sich verknotet. Und das war immer ziemlich aufwendig und dann irgendwann stand mir an einer Wiese, an einem schönen Fluss. Und dann ist sie rausgehuscht und ich hatte es eigentlich verboten, aber er hat es trotzdem gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann geh halt, ja, wenn du meinst, du musst frei sein, dann sei frei. So, und dann kam er halt wieder zurück. Weil er mag mich halt. Er ist halt personenfixiert. Und zu dem Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind, hatte ich den schon 1,5 Jahre ungefähr. Und ja, wir sind halt so. Und der kommt immer wieder. Ja. Das bedeutet Leckerli. Okay. Und da sind wir ja gehorsam. Wenn die Katze das befiehlt, dann gibt's Leckerli. Ja. Wir waren am Bodensee. Und da waren wir 2 Erwachsene und 2 Kinder. Und dann sind wir zusammen alle wandern gegangen, durch den Wald, 1 Stunde lang. Und dann kurz vorm Wohnmobil ist er halt links abgebogen. Ja? Dann habe ich mir gedacht, gut, der will halt noch nicht zurück. Und dann waren wir da halt drin und dann nachts kommt der normalerweise. Ich habe gepfiffen, er kam nicht.
Und dann ist er die ganze Nacht nicht gekommen. Und am nächsten Tag musste ich aber das Mädchen und die zwei Kinder zurückfahren halt. Ja? Also bin ich dann halt weggefahren, schweren Herzens, musste ich den Floki zurücklassen. Und dann sind mir Tränen runtergelaufen. Das war echt furchtbar für mich. Und dann habe ich die abgesetzt. Die sind in die Auto eingestiegen, sind sie weggefahren. Und dann bin ich extra nochmal 111 Kilometer zurückgefahren. Bin tagsüber angekommen. Ich wusste, tagsüber finde ich den sowieso nicht. Und dann habe ich gewartet, bis es dunkel ist. Habe mir eine Taschenlampe geschnappt und mein Messer und bin dann halt so durch den Wald gelaufen. Und habe das gemacht, was man nicht machen sollte. Also ich habe gepfiffen, gerufen, mit der Taschenlampe geleuchtet. Ja. Also ich war dann gefundenes Fressen für Mörder, für Bären und Wölfe. Aber sowas habe ich mir halt eingeredet. Es war sehr gruselig, aber dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde schon ist er dann gekommen. Und dann habe ich ihn dann aus dem Wald rausgetragen. Und das hat er mir nie vergessen. Ja. Also seitdem sind wir ganz eng und wenn er rausgeht, der meldet sich nach einer Stunde wieder, sagt kurz Hallo und dann geht er wieder raus. Der Wohnbereich, da gibt es einen Fernseher, den ich eigentlich gar nicht brauche, außer wenn Fußball kommt. Den Tisch, den kann man ein bisschen vorschieben so. Kann ich ja mal schnell machen. Theoretisch. So. Und dann passt da hinten noch jemand hin. Aber man kann den jetzt halt nicht hoch und runter fahren, sodass man hier noch eine Liegefläche machen kann. Das kann man nicht, das ist halt der feste Essbereich. Halt. Also ich habe jetzt da noch ein paar Klamotten hängen, aber das nehme ich dann alles raus. Und kann dann halt so eine Duschwand dazu klappen. Genau, das Brett, das war schon dabei. Das ist halt dafür, dass es dann eben ist. Und wenn man das rausnimmt, dann kann man eben die Duschwand zuklappen und gemütlich duschen. Während des Burnouts habe ich halt Krankengeld bekommen. Und das ging da eine ganze Zeit lang gut. Und dann irgendwann läuft das ja aus. Und dann steht man vor der Entscheidung, wird man Frührentner, Hartz-IV-Empfänger oder halt selbstständig. Ja? Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt Schriftsteller und Berater. Genau, also ich berate Baufirmen und Ingenieurbüros, ja, und schreibe für die so ein Projektmanagement-Handbuch zum Beispiel. Solche Dinge mache ich. Frührente wären so 1.100, 200 Euro gewesen. So, und wenn du dann aber im Wohnmobil lebst, ja, weißt du, das reicht halt zum Leben. Aber wehe, es ist was kaputt, dann kannst du es halt nicht reparieren. Ja. Und du kommst dann nicht mehr raus aus dieser Krankheit einfach. Weil dann sagst du, okay, ich bin krank, ich krieg das Geld, also verdientermaßen, ich bin krank, alle sagen, ich bin krank, der Schein sagt, ich bin krank, ich lebe im Wohnmobil, bin kranker, dann kommst du dann nicht mehr raus. Dann kommst du aus so einer Krankheit nicht mehr raus. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache mich selbstständig. Egal wie alle gesagt haben oder wie sehr das zum Scheitern verurteilt ist, eigentlich als Schriftsteller selbstständig zu sein, kann man eigentlich vergessen, aber es geht trotzdem. Mich durchgeboxt, es geht. Wie viele Bücher hast du jetzt veröffentlicht? Es sind drei draußen. Also ein Ratgeber für Studierende, das heißt die ersten fünf Jahre nach dem Studium. Dann das zweite ist ein Bauherrenhandbuch, weil ich bin Bauingenieur. Und das dritte ist jetzt halt das Burnout-Buch. Ja? Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, da erzähle ich halt über Burnout. Ja? Gibt es kostenlose Informationen von mir. Weil ich es halt einfach geschafft habe, gesund zu werden. Ja? Aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb, mit Unterstützung von anderen Büchern natürlich. Ja? Aber das, was die Ärzte gemacht haben, einfach nur einen gelben Zettel ausstellen und sagen, ja, sie sind krank, sie haben das und das Symptom und immer das Gleiche, ja, sie sind psychisch krank, hier nehmen sie Antidepressiva, ja, das hilft gar nichts, ja. Ich hatte eine Nebennierenschwäche, was soll da Antidepressiva helfen? Gar nichts. Da hilft gesunde Ernährung, zum Beispiel. So, jetzt wird's laut. Also das da, seitdem ich diesen Burnout hatte und da drauf gekommen bin, trinke ich das jetzt früher jeden Tag und jetzt mache ich das halt alle zwei Tage. Ist gut für sehr, sehr, sehr viel, um Viren abzutöten und so weiter und mir hat es halt Energie gegeben. Ja. Und dann muss ich jetzt die Nase zuhalten, weil das ist echt einfach nur widerlich. Jeden Morgen. Da ist das Katzenklo. Ja. Einmal direkt neben dem Katzbaum. Das Sisalseil, das haben wir echt ausrechnen müssen. Ja, das hat 25 Meter sind das. Ja, für einen Meter Tischbein. Genau. Ja, da war ich gerade auf Mallorca und
bin nachts um 1 ins Bett gegangen und um 3 Uhr, also 2 Stunden später, hat er mich geweckt. Er ist auf meinem Gesicht rumgehüpft und hat voll laut Lärm gemacht. Wo ich dann gesagt habe, was soll das jetzt? Ja, das kann doch nicht sein, dass wir schon aufstehen müssen. Und dann bin ich wach geworden und dann hat das ganze Wohnmobil nach Gas gerochen. Alter. Also, und das, wenn man schläft, riecht man Gas nicht. Ja? Deswegen sterben ja Menschen an sowas. Und ich wäre gestorben, wenn der mich nicht geweckt hätte. Und dann, als ich wach war, habe ich halt sofort das gerochen, habe alle Fenster aufgemacht und so. Und dann bin ich raus, habe das Gas zugedreht. Dann war es mir hundeelend, ja? Kurz übel, aber ohne den wäre ich tot aufgewacht. Ja, ich hatte einen schönen Platz gesucht, weil ich nie auf Campingplätzen bin, niemals. Und dann bin ich in einen Olivenhain in Italien gefahren. Und dann wurde es halt immer enger, so die Bäume. Dann haben die meine ganze Seite verkratzt. Und irgendwann habe ich gesehen, ich komme nicht mehr weiter. Ja, es hat geregnet und es war stockdunkel. Und dann bin ich links den Berg so hochgefahren und wollte umdrehen. Und da war halt hinten eine erhöhte Kante und dann habe ich es halt voll angeditscht, sage ich mal. Schaden ist bei 21.000 Euro. Am Anfang der Reise bin ich ja natürlich so rumgefahren. Okay, was mache ich hier eigentlich? Ja? Weil ich hatte das ja jetzt nicht explizit so ausgesucht oder es war ja nicht mein Wunsch, dass ich eine Reise mache, sondern ist ja aus der Not herausgeboren. Ne? Sondern haben auch viele Leute angerufen und gesagt, so wirst du nie gesund, was machst du da, lebst wie ein Penner und so. Das hatte ich dann ausgestrahlt und so fühlte ich mich auch und mit diesem Gedanken bin ich halt immer rumgefahren. Ne? Bis ich dann halt meine Einstellung geändert habe und gesagt habe, nein, ich bin privilegiert, ich kann das hier machen und es können nicht viele machen. Geld ist da, also mache ich das halt. Ja? Und da ab da ging es halt auch bergauf und ich habe das alles irgendwie mehr genossen halt. Ja? So, und jetzt, seitdem ich halt selbstständig bin, ist das jetzt halt so immer so in Phasen eingeteilt. Ja? Also ich nehme Aufträge an, die dauern dann halt so ungefähr, je nachdem, 3 Monate oder mal 7 Tage, je nachdem halt. Und dann genieße ich. Ja? Also das habe ich früher nicht gemacht, dann hätte ich gleich den nächsten Auftrag angenommen und den nächsten wieder oder 2 parallel gemacht. Und jetzt genieße ich halt einfach. Ja? Und dann sage ich jetzt halt jeden Winter, und das war jetzt halt dieses Jahr der zweite Winter, wo ich sage, nee, ich fahre weg. Weil wenn du angestellt bist, dann hast du ja maximal 6 Wochen Urlaub. Wenn du so Projektmanager bist oder warst, wie ich das halt war, darfst du 2 Wochen weg, weil sonst stehen die Projekte. Also musst du nach 2 Wochen wieder zurück. 2 Wochen Australien, 2 Wochen Amerika ist ein bisschen wenig. Also geht das nicht. Und ich war jetzt halt 4 Monate lang in Griechenland und jetzt halt 2 Monate auf Mallorca halt zum Beispiel. Und das ist halt, und in der Zeit, wenn ich da am Strand liege, schreibe ich halt das nächste Buch. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall 2 auf 2 Meter groß und mega bequem. Und meine Lieblingsbeschäftigung ist gerade abends mich dahin zu legen mit Kerzenschein und Harry Potter als Herr hochzuhören. Ja, mit Katze dann auf dem Bauch. Das liebe ich gerade. Ich schreibe auch gerade einen Roman jetzt. Gell? Die ersten 3 Bücher waren halt ein Ratgeber. Und jetzt schreibe ich halt so einen Liebesroman sozusagen. Also ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne, aber irgendwie halt Vanlife mit Katze. Und halt irgendeine Liebesgeschichte da, also nichts erfunden, das ist ja schon alles wahr, aber das Happy End, das fehlt ja noch. Weil, wie du siehst, habe ich keine Partnerin. Und ich hoffe schon, dass ich die auf der Reise noch finde.